Frictional Games. With support from Norden, Nordic Game Program. Ja, und das hier bin gleich ich. Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und YouTuberin, zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Ich bin der Chaotica und wir spielen heute mal ein Horrorspiel. Das allererste auf meinem Kanal und ich freue mich schon höllisch drauf. Ich liebe Horrorspiele, aber ich hasse genauso sehr, wie ich Horrorspiele liebe, Jumpscares. Deswegen werdet ihr, denke ich, viel Spaß mit mir haben, das hoffe ich zumindest. Ich werde, denke ich, eine Menge Spaß hier haben und versuchen, geistig gesund zu bleiben während dem Spiel. Amnesia ist ja doch durchaus dafür bekannt, nicht gerade das Schonendste zu sein. Ja, wir spielen es auf Deutsch, ihr seht hier schon, weiterspielen. Ich habe es schon mal angespielt, weiß auch, wie das Ending aussieht. Da war ich einfach mal so neugierig, das habe ich auf YouTube mal angeschaut. Ja, ich habe von der Konkurrenz mein Video angeschaut. Konkurrenz, Anführungszeichen Ende. Aber keine Angst, es ist schon lange, lange her. Da war es, glaube ich, noch gar nicht, ich glaube, da war es nicht auf Deutsch verfügbar. Da habe ich es komplett auf Englisch gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Weiß aber auch kaum noch was von der Geschichte. Dementsprechend wird es halb blind, nenne ich mal. Jetzt hätte ich fast schon wieder meine Stoppuhr vergessen, weil diesmal werden meine Videos wieder, jetzt werden meine Videos ab sofort so 20 Minuten immer grob werden. Und um diese voll und ganz zu nutzen, beginnen wir jetzt ein neues Spiel. Ja, bitte. Don't forget. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Ein Memento wurde zum Journal hinzugefügt, J. Mit M kannst du auf die Mementos schneller zugreifen. Sieh sie dir genau an, wenn du nicht weiterkommst. Ja, wir sind Daniel, nicht wahr? Das Spiel ist ja storylastig, wie ihr vielleicht schon wisst. Und deswegen schauen wir uns das Memento gleich mal an. Folge der Spur der Flüssigkeiten und finde ihre Quelle. Gerne doch, nur ich... Ach, das Pinke. Ich dachte mir gerade, das Rote, das sind doch Rosenblätter, oder? Ja. Wenn ich weiß, sind Rosenblätter von der Decke fallen. Ich hoffe jetzt gerade mal, aus irgendwelchen Gründen zeigt mir die Framerate nicht an, ich hoffe jetzt gerade mal, dass dieses Verwackelte und so zum Spiel gehört und so gewollt ist. Ja, ich denke mal, und nicht, dass es an meiner Performance liegt. Aber das werde ich noch herausfinden. Ist ja grafisch erstmal recht ansprechend, nicht wahr? Nicht hinfallen, Daniel. Reiß dich zusammen, Daniel. Alles ist gut. Alles gut, alles gut, alles gut. So, ja, ja, uns geht's besser. Uns geht's wieder besser. Aber ich habe komplett was vergessen. Ich hatte da vorhin... Ah, okay. Davon ging es gerade wieder gut, da konnten wir normal laufen. Und jetzt gehen wir wieder so. Okay. Ja, ich habe diese Tür da komplett ignoriert. Linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um die Tür zu bewegen. Drück rechte Maustaste, um die Tür aufzustoßen oder sie zuzuwerfen, abhängig von deiner Blickrichtung. Ah, okay. Aber ich habe gerade rechts gedrückt. Hätte sie da nicht aufstoßen müssen? Moment. Nein. Naja, okay, zuwerfen, ja, okay. Ja, zuwerfen ist relativ, nicht wahr?
aufgenommen, Zunderbüchse. Mit Zunderbüchsen kannst du Kerzen oder andere Lichtquellen in deiner Umgebung entzünden. Die aktuelle Anzahl der Zunderbüchsen ist im Bestand angezeigt. Tabulator. Blablabla. Verzeihung. Lesen ist nicht so einfach, ne? Ja. Vor allem habe ich gestern und heute nur 3 Stunden geschlafen, wie ich weiß. Dementsprechend bin ich sehr auf der Höhe, wie ihr euch vorstellen könnt. Oh, ja. Ich schaue jetzt hier mal. Ah, genau, so könnte ich es jetzt anzünden. Ah, sehr praktisch, jetzt zeigt es mir direkt an. Okay, unser Inventar. Körperlicher Zustand, alles ist gut. Geistiger Zustand, glasklar. Naja, okay, so wie der Daniel läuft, würde ich jetzt nicht sagen, alles ist gut, aber. Nun ja. Jetzt kann ich mich noch umschauen. Jetzt laufe ich hier locker flockig herum. Aber ich glaube, das wird sich jetzt dann im späteren Spielverlauf noch ändern. Da werde ich einfach nur versuchen, irgendwie durchzukommen, glaube ich. Daniel? Ist er was? Me? Okay, es scheint das Wappen dieses Schlosses zu sein. Wir sind ja vorhin vor irgendeinem Schatten geflüchtet, wie gesagt. Das war nur der Wind. Nur der Wind. Ich meine, der zieht hier durch die Ritzen in so einem großen Haus. Das ist völlig normal. Das, ja. Mache ich mir doch keine Gedanken. Ja, wir sind von einem Schatten geflüchtet. Wir wissen nicht, was für ein Schatten sein sollte. Ist das ein Schalter? Ach, das ist ein Haken. Ich dachte, das wäre ein Schalter. Ich schaue erstmal um die Ecke. Ich traue Ecken nicht. Okay, da ist eine geschlossene Tür. Schauen wir in den Schrank rein. Okay, zu einer Büchse. Wir sind vor einem Schatten geflüchtet und sind hier in diesem Schloss und haben anscheinend aus irgendeinem Grund unser Gedächtnis verloren und waren, beziehungsweise waren mitten drüber und haben uns eingeredet, wer wir sind, damit wir das nicht vergessen. Ich habe keine Ahnung mehr, was. Also ich habe noch ein bisschen Ahnung, aber wir wissen noch nicht, was hier los ist. Aktuell wissen wir nicht, wer wir sind, warum wir hier sind, wo wir hier sind, ob sonst noch jemand hier ist, was wir hier tun sollen. Jetzt ist eigentlich nur. Ah, okay. Rechte Maustaste, um es zu werfen, halte R gedrückt, so bewege die Maus, um das Objekt zu drehen. Ah, cool. Genau. Ja. Frictional Games, das ist ja mehr oder weniger ein Indie-Entwickler aus Schweden. Die haben sich ja hier ihre eigene Engine zusammengebaut. Für Amnesia und Penumbra. Penumbra war das Projekt aus 3 Teilen, ja 2,5 Teilen, bestehend vor Amnesia. Die haben sich diese Engine selbst geschrieben. Und die ist eben dafür berühmt, weil sie so physiklastig ist. Auch weil er den Stuhl jetzt schon etwas sehr leicht aufgehoben hat. Aber nun gut. Okay, scheint ein gläubiger Mensch zu sein, vermute ich mal. Das wirkt alles, na, obwohl. Ich hatte es jetzt so ein bisschen in Richtung Israel, beziehungsweise, ja, Israel zugeordnet. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt richtige Monster, beziehungsweise richtige Gegner gab. Ich glaube ja, aber ich. Es kann auch sein, dass ich es gerade mit einem anderen Spiel verwechsle. Also, wir können hier auf jeden Fall. Wessen Schritte waren das? Ich sag noch. Ah, cool, ich kann in die Talk gehen. Ich sag noch, ich weiß nicht, ob es hier Gegner gibt. Und dann sind hier Schritte. Wie? Jetzt habe ich ein bisschen Angst, ne? Was ist das? Daniel? Lauf, verdammt nochmal, lauf. Ich weiß nicht, wohin oder warum, aber lauf. Okay. Okay. Der Wind. Ich hoffe, das war jetzt gerade mein Atmen. Das war auch bestimmt der Wind. Ganz sicher. Ja. Zunderbüchse. Okay, warum hat er jetzt so. Ach, Moment. Ich glaube.
Ja, das hat, ist ja gerade so verschwommen. Moment, ich zeig's euch nochmal. Ich glaube, mich erinnern zu können, je länger ich in der Dunkelheit stehe, desto mehr nimmt unser geistiger Zustand ab, oder? Und dann sehen wir eben so verschwommen wie jetzt gerade. Leichte Kopfschmerzen, genau. Ja, du, also in so einem Gebäude, da kann ich vollkommen verstehen, dass dich das ein bisschen fertig macht, in absoluter Dunkelheit zu stehen. Vor allem, wenn hier Türen einfach so aufgehen. Hm, da geht's runter. Okay, da geht's lang. Puh. Okay. Ja. Wundert euch nicht, wenn ich öfter mal den Faden verliere. Das liegt dann an der Anspannung. Hey. Ach, jetzt sagt es mir. Gerade habe ich es erklärt. Mann. Wenn du, Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird sich dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern. Zünde die Lichter in deiner Umgebung mit Hilfe von Zünderbüchsen an und suche nach anderen Lichtquellen. Ja. Der Raum ist anscheinend nur dazu da, um uns das zu erklären, beziehungsweise uns fertig zu machen. Ich würde eher sagen, um uns fertig zu machen. Und dieses Schloss, diese Burg, scheint auch nicht mehr im besten Zustand zu sein. Nein, eindeutig nicht. Alte Archive. Neues Gebiet. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er, genau wie der beim Konsulat in Konstantinopel. Ich meine immer, ich höre hier Schritte, aber ich glaube fast, es sind unsere eigenen. Ich bin trotzdem vorsichtig. Ich habe keine Ahnung, was hier wann kommt. Wie gesagt, ich habe es zwar mal gespielt, aber es ist schon so lange her. Nein, ich dachte, ich könnte es vielleicht aufschlagen oder so. Beunruhigende Ereignisse schlechtern deinen geistigen Zustand. Er kann dich viel besser werden, wenn du Rätsel löst und weiter vorankommst. Wirklich? Beunruhigende Ereignisse verschlechtern meinen geistigen Zustand? Was du nicht sagst. Ja, das tun sie wirklich. Die waren hier vorher nicht da. Kann ich laufen? Kann ich laufen? Kann ich laufen? Lauf, lauf, Daniel, lauf! Licht. Ich stehe im Licht. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich übersehe Räume. Nichts ist gut. Nichts ist gut. Ja, körperlicher Zustand. Alles ist gut. Dröhnt und die Hände zittern. Ja, kommt hin. Kommt hin. Ich frage mich, woher das Spiel so gut weiß, wie ich hier sitze. Ach, Leute. Ja. Nisha lässt sich nicht viel Zeit zum Schlimmer werden. Es fängt direkt schlimm an. So zum Beispiel. Lampe? Lampe! Laterne! Du hast die Laterne aufgehoben. Ist sie mit Öl gefüllt, kannst du sie mit F oder einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol im Bestand, im Inventar, entzünden. Tabulator. Okay, F. Ach, wie cool. Aber, Moment. Genau. Daran habe ich mich gerade erinnert. Öl für die Laternenflamme. Erlischt die Flamme, kann die Laterne nicht mehr genutzt werden. Deswegen hebe ich mir diese Laterne so lange auf, wie ich kann. Kann ich eigentlich irgendwas aufheben oder benutzen? Ich weiß, ich glaube, es gab hier irgendwie so Texte, die man lesen konnte, musste, sollte. Aber das, was hier bisher so rumlag, war anscheinend nur Zeug, das eben so rumlag. Ich glaube, jetzt brauche ich die Laterne. Wenn ich mir das so anschaue, wie dunkel es jetzt hier war, da brauche ich die Laterne. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich bin echt gespannt, wie es hier weitergeht. Vor allem, was hier noch auf uns zukommt. Das fängt ja schon mal schön an, ne? Ah, ist es hier beleuchtet wegen dem... Ja, hell genug ist es. Aha. Wenn ich nur wüsste, wann hier was kommt. Da wäre ich so dankbar drum, ich sollte keine Blind-Let's Plays mehr machen, zumindest die von Horrorspielen. Ich glaube nämlich wirklich nicht nur, dass es so von Beginn an in die Vollen geht, sondern dass es wirklich richtig in die Vollen geht.
Oder ich verwechsel es gerade wirklich wieder mit einem anderen Spiel, weil ich habe schon einige Horrorspiele gespielt. Eben unter anderem auch den Vorgänger hier zur Amnesia-Reihe, nämlich Penumbra. Was ist das? Ah, Öl. Die Laterne verbraucht Öl, ja, das haben wir schon festgestellt. Und das genau. Ja, die Texte, die wir aufheben können, die schimmern so bläulich. Ich höre Schaben. Wieso höre ich Schaben? 19th August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Okay. Your former self, Daniel. Offenbar haben wir uns selbst noch eine Nachricht hinterlassen. Das sieht jetzt weniger nach irgendeiner Wein oder so aus, sondern mehr nach Blut. Ja, wir haben uns anscheinend selbst eine Nachricht hinterlassen. Okay, das kann ich nicht mitnehmen. Ja, anscheinend haben wir wirklich unser Gedächtnis verloren, aber haben es irgendwie kommen sehen. Deswegen das eingeredet und uns diese Nachricht hinterlassen. Aber warum sollen wir jetzt einen Alexander von Brandenburg töten? Warum? Ich meine, ich kenne jetzt gerade nicht wirklich einen Grund, warum ich mir selbst nicht glauben sollte, aber es klingt schon etwas krass, wie er schon sagte. Das müsste schrecklich klingen, wenn du dich nicht erinnerst, wenn du keinen Hass mehr in dir spürst. Also ich in mir, er in sich, was auch immer. Also das ist... Gut, aber wir wissen zumindest schon, was wir tun müssen. Nein. Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit, ne? Na? Ah, jetzt. Okay. Eingangshalle. Die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste, er würde den alten Schneider am Berkeley-Platz in London nie wiedersehen. Noch eine einsame Seele mehr in London erschien irgendwie passend. Okay, Lampe kann ich wieder wegtun. Ich möchte Öl sparen. Deswegen. Ich meine, so viel habe ich nicht davon. Genauso wie auch die Zunderbüchsen. Ja, also... Puh, wir wissen jetzt zumindest, was wir zu tun haben. Und wundert euch nicht, wenn ich mal Probleme mit Schaltern oder so habe. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Ah, okay, wir kannten den Kerl, also diesen Alexander, vermuten wir, dass er das war, Brandenburg, besser. Und wir haben, das war jetzt so ein Flashback. Das sind schon wieder diese ekelhaften Viecher. Alexander von Brandenburg. Unter dem Stein von Brandenburg. Ja, anscheinend gehört dieses Schloss ihm. Gehört er dieses Schloss ihm? Ja, gehört. Er lebt ja noch. Noch, ne? Also, ach Gott. Was sind denn das für Viecher hier? Sind das Kakerlaken? Sie haben auf jeden Fall so Fühler. Gott, sind die ekelhaft. Kann sein, dass sie im Schatten... Nee, ich dachte schon, die verschwinden hier, wenn sie im Schatten laufen. Uff.
Ja, jedenfalls, was ich vorhin sagen wollte, wundert euch nicht, wenn ich mit Schaltern oder so Probleme habe. Man muss ja nicht einfach nur draufklicken, sondern... Okay, ich kann da anscheinend nicht rein. Ah, okay. Ja, ich kann da nicht rein. Man muss hier immer eine Tür zu öffnen, irgendwas zu öffnen, irgendwas zu bedienen, immer die Maus so bewegen, wie man den Schalter mit der richtigen Hand bewegen würde. Das ist seltsam. Das ist äußerst seltsam. Und ekelhaft. Ich gehe mal. Ich gehe ja schon. Ich gehe mal lieber. Ja. Ja, ich werde übrigens nicht alles übersetzen. Die deutsche Übersetzung steht ja unten drunter. Das würde, denke ich, etwas zu viel, wenn ich das alles nachträglich nochmal übersetzen würde. Beziehungsweise, wenn ich das alles überschwafeln würde. Das würde eher das Spiel verzögern, als dass es irgendwas geben würde, weil da... Ja, verlange ich in Anführungszeichen, dass ihr das lest. Oder auf der anderen Seite, ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr möchtet, dass ich all diese Nachrichten lese, also all die Nachrichten nochmal vorlese. Oder ob, ja, ich so lassen soll, wie es jetzt ist, dass ihr es selbst lest, beziehungsweise das Englische einfach versteht. Und ich sehe gerade, sehr passend, wir sind bei 20 Minuten, das heißt, Folge 1 ist auch schon vorbei. Und wir wissen auch schon, wo wir in Folge 2 hingehen, nämlich in den Weinkeller. Und oder in das Laboratorium. Also ins Labor. Tolle deutsche Übersetzung. Laboratorium, Labor. Ich danke euch dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt euch nicht mit mir gegruselt. Ich will mich nicht allein gruseln, da fühle ich mich schlecht. Wenn nicht, hoffe ich, dass ihr Spaß dabei hattet, mir dabei zuzuhören. Und dann sehen wir uns in Folge 2. Lasst doch gerne ein Like oder auch, wenn es sein muss, Dislike da und einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.